So, da bin ich wieder. Zur letzten Folge für diese Woche. Scheiße, User oder Users? Weiß jetzt gerade nicht, ob mit S oder ohne S. Weil dieses Windows Company war nämlich noch mein alter Name und ich habe mich zwar umbenannt in meinem reellen Name, aber der Name, wie ich unter YouTube gelistet bin, also direkt in der YouTube-Datenbank, ist natürlich noch der gleiche geblieben. Und dementsprechend ist mein Link, der oben im Browser erscheint, etwas anders als mein reeller Name, wie ich auf YouTube heiße. Weil wie gesagt, heißen tue ich Ronny Bartmann. Ein Mesemonster! Komm her zu mir, liebe mich, so wie ich dich liebe. Wir werden heute Nacht 50 Kinder gebären. Oh, oh, dein Schweißgeruch. Oh, das muss Liebe sein. Ups, wo bin ich jetzt hier? Kommst du mal her, du Arsch? Hallo. Ey. Komm her. Du Hurensohn. Hasse dich. Gut, machen wir jetzt mal hier Licht. Ja, diese Mesemonster, die. Sobald sie einen im Blick haben, bewegen sie sich nicht mehr. Ist wie so eine Sentry-Gun. Oh, ich lasse hier erstmal ein bisschen. Ne, wir gehen erstmal in die andere Seite und hoffen mal, dass das Monster jetzt rausgekommen ist. Oder ist die spawnt einfach? Geht natürlich auch. Arschloch. So, die Frage ist: hatten wir jetzt hier noch ein bisschen Eisen? Hier war noch ein. Da hinten Eisen. So, dann kann man immer noch ein bisschen weiter, ne? Genau deswegen nehme ich. Oh, oh, ich sag, oh, 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 Eisen, 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 Popeisen. Na gut, hier haben wir kein Glück. Schade. Gut, dann gucken wir mal noch mal da, wo wir gerade ein bisschen was abgebaut haben. Hier noch ein bisschen was ist. Ja, Eisen! Oh my goodness! Ich habe gefunden, mein Lebenssinn! Das macht keinen Sinn! Ah, das sieht auch schon gleich viel besser aus von der Ausbeute her. Ich reiße gerade den gesamten Boden auf, was natürlich nicht ganz so optimal ist, wenn wir uns hier noch ein bisschen frei bewegen wollen. Ich muss also aufpassen, ne, dass wir immer noch einen Weg raus haben. Aber, so, erstmal hier hinten die ganze Kupfer, bevor das noch oxidiert. Ist ja auch nur Eisen. LOL. Aber hier noch nicht alles abbauen, sonst komme ich hier nicht mehr ran. Ah, siehst du, da ist schon einer, da komme ich nicht mehr ran. Haben wir Erde dabei? Nee, ne? Erde habe ich jetzt natürlich keins mehr dabei. Schüssel. Das so. Kommen wir hier so ran? An. Auch nicht. Komm, das schaffe ich! Gottverdammter Hurensohn. Geht doch. So. Warum leftet er immer und joint dann wieder? Ist das jetzt eine neue Sportart oder was? Hast du schon gesagt,
bum, 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 bum. Bitte mal dahin gehen, danke. Jawoll, Eisen. Wir dürfen natürlich nur nicht unachtsam werden, ne? Weil umso tiefer wir kommen, umso mehr Monster kommen natürlich auch. Oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier auf Gefilde kommen, wo es mehr von Monstern wimmelt. Also, ich sag mal so, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Bereiche kommen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass Monster kommen, ist höher. Yay. Das kann man genau bitte so einmal abschreiben. Danke. Morgen schreiben wir ein Diktat darüber. Bup, na hallo, danke. Oh, Alter! Die Höhle müssen wir uns merken. Also jetzt wissen wir, wir müssen bei unserem Tunnel auf eine Tiefe von 128 mindestens runter. Ich werde natürlich, wenn wir die Höhle bauen, nicht dieses Ding aktivieren, ganz klar, aber man kann zumindest jetzt mit dem Hintergrundwissen sagen, es ist doch schaffbar. Nur, wenn man nur an sich glaubt und oh ja, hatte gebackt und dann habe ich nochmal geschickt. Ah so. Assi. Oh, geht er noch weiter runter. Nice. Denn umso weiter es runter geht, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf gefilterte. Ja, okay, ist ja gut jetzt. Achso, hat schon geläfft. Arschloch. Ich hasse dich. Wenn du dieses Video siehst, ne? Ich werde dich finden. Ich werde die gesamte Höhle umgraben, bis ich deine Überreste gefunden habe. Und dann werde ich um deine Beine Beton gießen und dich nochmal töten. Um. War das gerade eine öffentliche Morddrohung? Ich habe keine Ahnung. Tja, dieser Perkos schreibt irgendwie gar nichts. Oder ich habe es überlesen, übersehen, über keine Ahnung was. So, hier wird es wieder heller. Hier geht es wieder höher, aber hier geht es wieder runter. Oh, sogar richtig weit runter. Nice. Ich muss mich auch angewöhnen. Ich muss mich auch angewöhnen, wenn ich Eisen abbaue, mal ein bisschen weiter zu kommen. So wie hier jetzt gerade. Fuck. Wir haben hier gerade haufenweise Eisen abgebaut, aber ich habe nirgendwo mal ein bisschen weiter gegraben. Dann ist zum Beispiel noch Eisen. Naja, komm, findet doch in die Eisen, wird doch verschwenderisch. Aua. Mehr scheint es wirklich nicht zu geben. Schade eigentlich. Na gut. Aua, das war natürlich. Ich verstehe nicht, warum, wenn man runterfällt, immer diese Metallgeräusche kommen. Ist das von der Rüstung oder was? Okay, ich muss mal ganz kurz auf meinem Server jemanden bannen. Könnt ihr mal kurz zugucken, warum? Also, schalte ich mal kurz bei meinem Laptop ein. So. Hier seht ihr meinen Mindclone-Server. Hier seht ihr die ganzen anderen Server. Auf dem Server spielen wir gerade. Und hier ist jemand, der heißt Fuck. Und das geht definitiv nicht. So, wurde gebannt. Grund, Doppelpunkt, Name.
Nee, aber ganz ehrlich, sowas brauche ich auf meinem Server nicht. Also witzige Namen, gerne. Ja. Zum Beispiel hier solche Sachen, wie habt ihr gerade gesehen, jemand, der sich Lebenshelfer nennt. Gerne. Aber erstens witzige Sachen und nicht Sachen, die bescheuert sind. Und zweitens hat alles Grenzen. Von daher. Quatsch, was schreibe ich hier für eine Scheiße? Bitte mein richtiges Passwort. So. I'm with the Monster. Gib mir Mete. Gib mir Mete. Wie komme ich da hoch? Thanks. Ein Stück wetten? Ja, wow. Arschloch. Autsch. So, gehen wir noch weiter runter oder? Ich weiß nicht. Doch, wir gehen noch weiter runter hier. Hallo? Oha. Jetzt schreiben die auf dem anderen Server on sind, gerade ob ich on bin, weil ich ja natürlich gerade über die Konsole on war. Also über die Konsole gerade was gemacht habe. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, lassen wir das mal. So, ich glaube mal, wir merken uns die Höhle mal ein bisschen vor. Die Folge ist nämlich wahrscheinlich auch schon wieder zeitmäßig schon lange an dem Ende. Kann ich langsam mal ein bisschen Pause machen? Es wird nämlich auch langsam echt warm. Gucken wir mal, ob ich wieder rauskomme. Oder ich bleibe einfach direkt hier. Ja, doch, wir bleiben. Ich bleibe einfach mal direkt hier, ne? Mal gucken, ob wir denn in der nächsten Folge wieder rausfinden oder ob ich mich komplett verlaufe und denke, wo sind wir denn hier gelandet? Na dann. Würde ich mal sagen, ciao mit V.